Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. So, wir müssen zurück zu Skip, weil wir nämlich eine Lieferung für ihn haben, die ihm Baltram leider nicht persönlich vorbeibringen konnte, weil er nicht aus Korinus rauskommt, warum auch immer. Wahrscheinlich muss er selber aufpassen. So, dann gehen wir einfach mal hier entlang. Ich hoffe, der Weg ist wirklich kürzer als der Standardweg. Ja, ist er. Hier haben wir doch schon das Meer. Man kommt auch eigentlich schneller in die Unterstadt, merke ich gerade. Man könnte ja da hochlaufen und dann auf der anderen Seite wieder runter. Nö, ich wieder. Aber jetzt ist es mir aufgefallen. Jetzt kann ich es verbessern. So. Mal gucken, ob er sich über die Lieferung freut oder ob er mir eine reinhaut. Ich glaube, man hätte jetzt das Paket auch bei... Ich habe eine Muschel übersehen. Also bei Lord André hätte man das Paket, glaube ich, auch abgeben können und ihn mal richtig verpfeifen können. Aber wie gesagt, ich finde da nichts Schlimmes dran. Er unterstützt zwar Piraten, aber mein Gott. Er hat es erwähnt. Die Banditen sind viel, viel schlimmer. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay. Mit ihm können wir unglücklicherweise nicht verhandeln. Na, na komm, Namenloser. Wir schaffen das, jawohl. Wahrscheinlich spart sich der Held die großen Worte, wenn er mit einem Piraten spricht. Ach ja, und jetzt wieder gemütlich vor sich hinschwimmen. Wir können ja den Himmel mal ein bisschen betrachten. Oder die Fische. So, da wären wir auch schon. Ah, Moment. Ah, ne, darunter ist nichts. Ne, da ist nichts. Für den Moment dachte ich, dass da vielleicht irgendein geheimer Durchgang unten ist, aber nein. Dem ist nicht so. Ich gehe schon wieder den langen Weg. Von mir hat er das nicht. Den langen Weg hat er von dir nicht? Also, wenn du das sagst. Rengaru, du stehst immer noch hier. Ich sollte dich damit... Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Ach, wir mussten das sagen. Okay. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Ah, ich bin so blöd. Ist das schlecht. Ja, jetzt haben wir das auch gelöst, so quasi nebenbei. Der wäre da jetzt bis zum Ende des Spiels stehen geblieben. Unfassbar, ey. Unfassbar. So, Baltram wird wahrscheinlich jetzt hier irgendwo rumstehen. Man weiß gar nicht mehr, wem man glauben kann. Hey! Ich habe ein Paket für dich. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer! Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. 10 Gold. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ja Mensch, das hat sich ja richtig gelohnt. Zeig mir deine Ware. Ich wundere mich über gar nichts. Erfahrung habe ich auch kaum gekriegt. Ach, ihr seid doch alle.
Ist das wirklich? Hört ihr, Bewohner von Kurin? Jetzt fängst du schon wieder an zu quatschen, oder was? Ah, schnell weg, Jo. Ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. In allen Städten und Landstrichen des Reiches. Ja, was kann ich denn jetzt noch machen? Habe ich hier noch. Nee, ich dachte, sie hat einen Namen. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich machen kann? Das hat er wirklich nicht verdient. Das ist eine schlimme Sache. Eigentlich nicht, oder? Er erzählt alles weiter. Wir sind auf der Suche nach den vermissten Personen weitergekommen. Wir wissen jetzt, dass die von Piraten entführt wurden. Oder beziehungsweise nein, die wurden von Banditen entführt, von Piraten auf einen anderen Teil der Insel gebracht. Und was da mit denen geschieht, weiß aber hier keiner. Der arme Kerl kann einem leid. Dafür müssen wir erst irgendwie dahin kommen. Wir machen erstmal die Muscheln auf. Was ist da drin? Muschelfleisch. Fleisch. Fleisch ist auch gut, aber ja. Wieder Muschelfleisch. Nichts zu kommen. Gar nichts. Ich hab da meine eigene Meinung. Muschelfleisch, okay. Perle. Muschelfleisch. Perle. Muschelfleisch. Naja, immerhin. Besser als gar nichts. Vielleicht kann man ja mit dem Muschelfleisch irgendwie eine Suppe machen lassen oder so. Was, wer bist du? Hey. Haben wir dich schon mal gesehen? Ach so, ja, klar. Die Händlerin. Wo ist eigentlich Laris? Ist er das? Bürger? Wo ist Laris? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das höre ich zum ersten Mal. Solltest du nicht den Hafen im Auge behalten? Alrik? Gavel? Da ist er doch! Ich fasse es nicht. Du bist ins Kloster gegangen. Wie ist es da? Anders. Kann ich mir denken. Es ist einfach anders. Wegen der verschwundenen Leute. Ganz deiner Meinung. Ja, wir können ihm nichts Neues berichten, leider. Das wundert mich nicht. Er kann uns auch nirgends mehr hinbringen. Das ist. Mann. Cardiff. Ich brauche Informationen. Das wundert mich nicht. Mich fragt ja keiner. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Und er hat verdammt viel davon, weil er verdammt oft verlieren kann. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Ich wundere mich über gar nichts. Genau diese Option wollte ich. Nagur, erzähl mal, was hast du denn anzubieten? Hey, du. Da kannst du eh nichts dran ändern. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Hier im Hafen gibt es keine Jobs für Leute aus dem Kloster. Du bist dabei, dich in Angelegenheiten einzumischen, die dich nichts angehen. Verschwinde. Alter. Okay, wir hätten das auch vorher machen müssen. Ich hab's mir richtig versaut, dadurch, dass ich so schnell mich einmal Gilde angeschlossen habe. Hey, du. Man erzählt sich ja so einiges. Wer sind deine Auftraggeber? Von selbst ist der Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir das erzähle, oder? Ich hätte das nicht gemacht. So ein verfluchter Mist. Glaubst du wirklich daran? Ich hab's mir richtig versaut. Man erzählt sich ja so einiges. Und das lade ich auch noch hoch, diesen Mist. Oh Mann, ist das peinlich. Okay. Dann werden wir eben jetzt zum Großbauern gehen. Aber bevor wir das tun, versuche ich mich mal an diesen Wächter hier. Der bewacht nämlich irgendwas. Etwas Wichtiges. Etwas für eine Quest. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Oho, ein ganz harter.
Okay, was habe ich an Magie dabei? vergessen brauchen wir bei ihm nicht, der stirbt. Hey, du bist ja immer noch hier. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verpissen? Jetzt zeige ich dir, wer hier der Chef ist. Nö, nein. Lass mich doch zufrieden. Was ist hinter mir her? Ja, mach ich doch. Blödmann. Ich guck mal, wie viel Schaden ich mit Pfeil und Bogen bei ihm mache. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendeine Waffe wird schon gut genug dafür sein, für den Typen. Und so. Ja, nur die war es halt nicht. Ja. Ihr habt schon gesehen, der Typ ist sehr, sehr stark. Vielleicht nehme ich auch einfach den Degen. Weil im Endeffekt ist das ja noch ein... Autsch! Ey, die Doppelschläge kannst du dir sparen. Das ist jetzt wahrscheinlich Bug-Using, was ich hier mache. Komm raus da. Also, auf der anderen Seite sterbe ich gleich. Ah! Genau in dem Moment. Okay. Dann nehme ich ein bisschen Magie zur Hand. Was nehme ich denn da aber am besten? Am besten das, was ich nicht so viel... Also, wovon ich mehr habe. Feuerpfeil. Mach dich auf ein Feuerwerk gefasst. Du Lusche. Ja, ja. Ich habe nicht mehr genug Mana, verdammt. Pack mal die Magie weg. Das könnte jetzt die falschen... Ja, renn so schnell du kannst. Kreise hoch. Pushen und so. Warum kann ich den nutzen? Ich brauche unbedingt mehr Mana. Habe ich nicht irgendwas für mehr Mana? Nö. Gut, dann wollen wir mal das Mana ein bisschen aufwerten. Und die nächste Ladung an Feuerpfeilen auf ihn loslassen. Ich hoffe, dir die Lebensenergie ist jetzt noch... Ja, ist sie. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Muss ich mal sagen. Okay, der hat auch getroffen. Nein, lauf! Lauf! Ja, renn so schnell du kannst! Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung. So. Da geht er wieder rein. Nein, warum? Jetzt zieht sich das wieder ewig, weil der mir ewig hinterherläuft. Mann. Ja, renn so schnell du kannst. Ach, halt doch die Klappe. Ich laufe am besten hier rein. So, und da bin ich. Und, ja, jetzt ist der Part leider schon wieder vorbei. Und wisst ihr was, ich bin jetzt richtig fies, ich unterbreche den Kampf nämlich. Und mache erst in der nächsten Folge weiter. Also, wir hören uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, ciao!